Dann fange ich auch gleich an und berichte, wie gewünscht, von unseren Erfahrungen, die, das kann ich gleich vielleicht vorwegnehmen, überaus positiv waren, obwohl oder gleichwohl das so ein wirklich großes Unterfangen war, was eigentlich aber auch schon die Erfahrung spiegelt, die wir hatten, nämlich dass alle, die wir angesprochen haben, doch sehr positiv auf dieses Unternehmen reagiert haben, sich darauf eingelassen haben und es deswegen auch dann doch recht zügig zum Abschluss gekommen ist. Ja, was war unsere Motivation, dieses Buch zu verfassen? Also Christoph Küberger, Arno Strohmeier und ich am Fachbereich Geschichte in Salzburg haben aus unterschiedlichen Richtungen uns intensiver mit Aspekten aus dem Themenfeld der Digital Humanities in den letzten Jahren auseinandergesetzt und sind eigentlich in Gesprächen dann immer mehr auch zum Schluss gekommen, dass es irgendwie an einer kompakten Einführung mangelt, die man eben auch gut in der Lehre einsetzen kann, die auch eine gewisse niederschwellige Möglichkeit ist oder möglichst niederschwellig, ganz niederschwellig natürlich auch nicht, einen möglichst guten Zugang in die vielfältigen Themenbereiche bietet, die mittlerweile unter diesem großen Dachbegriff der Digital Humanities versammelt werden. Das Gefühl, das wir dabei hatten, ist, dass die Themen Felder also sehr breit geworden sind. Auch wir haben ganz unterschiedliche Zugänge dazu und dass es zunehmend für Forschende wie auch für Lehrende und Studierende eine Conditio sine qua non ist, sich mit Digital Humanities auseinanderzusetzen. Aber gleichzeitig gibt es so eine gewisse Hürde, sich mit der wirklich einschlägigen Fachliteratur auseinanderzusetzen, die mitunter sehr viel spezifisches, auch techniklastiges Wissen voraussetzt. Die Hürde ist da manchmal recht groß. Und andererseits gibt es eben auch ein Bedürfnis, sich so eine breite, grundlegende Orientierung in diesem Feld anzueignen. Das war also unser Wunsch. Jetzt schaue ich, die Folie schaltet hoffentlich weiter. Ja, genau. Und wir haben uns dann überlegt, was wir gerne hätten. Das ist immer gut, wenn man ein Buch so macht, wie man es gerne schon selber hätte, um es dann einsetzen zu können. Und so entstand die Idee, auch getrieben von unseren eigenen Ansätzen, das sehr praxisorientiert zu machen, gewissermaßen an den Kreislauf eines idealen Forschungsszenarios angegliedert durch verschiedene Stadien, die man eben durchläuft, wenn man sich an ein Forschungsvorhaben macht. Und darüber dann gewissermaßen das Feld zu strukturieren, sodass es für Studierende, NachwuchswissenschaftlerInnen oder wen auch immer, der, die sich in dieses Feld begeben möchte, einfach möglich ist, anhand von grundlegenden Arbeitsschritten sich mit möglichen Methoden und Zugängen vertraut zu machen. Daraus haben wir dann eine Kapitelstruktur entwickelt. Sie sehen sie hier abgebildet, also beginnen, Fragen stellen, Korpus bilden, Quellen bearbeiten, analysieren und modellieren, publizieren und präsentieren, rezipieren und dekonstruieren, vermitteln und sichern. Im Folgenden werden zunächst ich und dann Christoph Ihnen einfach so einen Überblick über das Buch verschaffen, also wirklich doch auch entlang der Beiträge, damit man einfach selber versteht, wer sich da alles zusammengefunden hat, was für Ansätze da vorhanden sind. Und wir werden an der einen und anderen Stelle dann etwas tiefer blicken und eben Fallbeispiele herausholen, die vielleicht interessanter sind und manches dann auch visualisieren. Was bietet unser Buch oder was wollten wir vor allem? Wir wollten zum einen es tatsächlich nicht nur zu einer Aneinanderreihung von Beiträgen machen, sondern es sollte schon auch ein Gemeinschaftsprodukt sein. Und das bedeutet, dass es eben bestimmte Bereiche oder bestimmte Teile des Buches gibt, die auch gemeinsam die sich durchziehen, die eine grundlegende Strukturierung bieten. Das sind zum einen Querverweise, die auf verschiedene andere Beiträge verweisen, die hier spannend wären, weiterzulesen. Man könnte sich also darüber so seine eigene Navigation durch das Buch finden oder bauen. Es gibt so Randglossen an der Seite, die kurz und kompakt in Stichworten angeben, was denn da drinnen steht.
was besonders hilfreich gerade für eine rasche Orientierung ist. Wir haben dann aber auch Linklisten, wir haben Infoboxen, sehr viele Visualisierungen. Das Buch ist auch dann sogar anders als geplant durchgängig farbig gedruckt worden, weil wir so viele Visualisierungen, Grafiken, Bilder haben. Und dann war es uns eben auch wichtig, ein Glossar zu bieten und eine Sammelbibliografie, die also wirklich einen gemeinsamen Rahmen, vor dem wir uns alle irgendwie auch verständigt haben, bieten. Es ist die Heran oder das Ziel des Buches ist es, einen überblickshaften Einblick in verschiedene Themenfelder der digitalen Geschichtswissenschaften zu geben, und nicht jetzt die allerinnovativsten, neuesten Cutting-Edge-Projekte, die auch in der Testphase noch sind, sondern gewissermaßen schon bewährte Best-Practice-Beispiele, bewährte Methoden, die wir als solides Fundament an, also Menschen an die Hand geben können, die vielleicht ganz am Anfang einer Qualifikationsarbeit sitzen und sich vielleicht auch da selbst orientieren müssen. Und wie gesagt, praxisnah, ein praxeologischer, hochschuldidaktischer Ansatz, der zugleich eben nicht nur sich an Forschende, die an der Forschungsarbeit sitzen, richtet, sondern eben durchaus auch an Studierende und Lehrende. Das ist sicherlich mal besser, mal weniger gut geglückt, weil die Materie komplex ist, aber es ist der Anspruch eben jedenfalls immer gegeben gewesen. Gut, also die Genese ist dann, das Buch ist so vorgegangen, dass wir uns natürlich an Personen gewandt haben, die wir als einschlägig in diesen Themenfeldern identifiziert haben. Und wir konnten 2021 uns zu einer ersten also Videokonferenz, noch ganz in den damals noch ja, herrschenden Pandemiezuständen zusammenfinden, was aber auch sehr, sehr praktisch war, sehr effizient war. AutorInnen haben da dann schon erste Einblicke in ihre geplanten Beiträge gegeben. Wir konnten da aber auch noch identifizieren, wo Lücken waren, welche Beitragenden vielleicht noch einzuladen oder Beiträge zu finden seien. Und wir haben uns in dem Prozess eigentlich schon darauf verständigt, welche Teile des Buches gemeinsam erstellt werden sollten. Das Ergebnis, das ich wirklich am tollsten finde, ist dieses Glossar, das ich hier abgebildet habe, als ein kollaborativ erstelltes Glossar, wo wirklich die verschiedenen Beitragenden Glossarbegriffe identifiziert und kurz erklärt haben, sodass es wirklich auch möglich ist, bestimmte Begriffe nachzuschlagen und sich in diesem Buch sofort dazu eine schnelle Orientierung zu verschaffen. Die Beiträge sind dann auch nach einer einheitlichen oder relativ einheitlichen Struktur aufgebaut worden, auf die wir uns auch gemeinsam verständigt haben. Zum Beispiel eben, dass es diese Infoboxen und also Übersichten geben sollte, aber auch, dass wir am Ende von Beiträgen auf zentrale Ressourcen verweisen, dass wir nur einige wenige Literaturhinweise ans Ende der Beiträge setzen und nicht alles, was zitiert worden ist, im gesamten Beitrag, um auch hier einfach die Übersichtlichkeit zu verbessern. Und dann noch einige weiterführende Links. Und ich denke, dass darüber eben doch ein recht kompaktes Ergebnis geschaffen wurde, sodass die Beiträge also auch von der Länge her relativ ähnlich und vergleichbar sind. Und wie gesagt, es war ein tolles Erlebnis zu sehen, dass sich eigentlich doch ziemlich alle darauf geeinigt haben. Ich kann aber aus Herausgeberinnenperspektive schon sagen, dass diese Art, eine einheitliche Struktur zu verfolgen, uns doch sehr viel redaktionelle Mehrarbeit beschäftigt hat, die tatsächlich wir auch nur gemeinsam als Team leisten konnten. Das sei dann doch auch gesagt. Gut, ich beginne dann mit diesem Überblick über den Inhalt entlang des Inhaltsverzeichnisses, sodass Sie auch sehen können, hineinsehen können, wer die Menschen sind, die hier beteiligt waren. Der erste große Themenblock umfasst also diese Bereiche am Beginn einer Forschungsarbeit, eines wissenschaftlichen Arbeitsprozesses. Man beginnt, man stellt sich Fragen, man bildet einen Korpus. Und hier haben wir zunächst, das war vielleicht das schwierigste Unterfangen, zwei Personen finden müssen, die auch sich der doch großen Herausforderung stellen, mal grundlegend einzuführen in das Feld der Digital Humanities.
Das war einmal Mareike König, die ganz allgemein einführt in die digitale Transformation, die die Geschichtswissenschaften durchlaufen haben. Und es ist auch ein ganz spannender Rückblick auf den Beginn der computergestützten Forschung, die Vernetzung im Fach, die Entwicklung von Software, die Kritik an solchen Ansätzen, die Anfänge des Internets, die Digitalisierung von Quellen. Also hier kann man sich auch ein Stück Wissenschaftsgeschichte anlesen. Der zweite Beitragende könnte jetzt selbst direkt einsteigen, denn er leitet dieses Kolloquium. Also Thorsten Hildmann ist dann in seinem Einführungsbeitrag auf die epistemologischen Grundlagen der Anwendung digitaler Methoden in den Geschichtswissenschaften eingegangen. Also die wirklich grundlegende Frage, was heißt das denn überhaupt jetzt für die Geschichtswissenschaften? Was sind digitale Daten? Wie können historische Informationen überhaupt in Daten transformiert werden? Und was verändert sich aber auch darüber, über den also mit Blick auf den Untersuchungsgegenstand, die historische Forschung selber, aber eben auch die Ergebnisse? Nach diesen großen panoramahaften Überblicksbeiträgen gibt es dann ganz präzise, einführende, recht praxisorientierte Beiträge. Einmal einer dazu, wie man eben überhaupt richtig digitalisiert, dass das auch nicht einfach so per se gegeben ist, von Andi Stauder und Bettina Anzinger, die auch klären, worauf muss man denn beim Digitalisieren achten, was sind denn überhaupt Metadaten, bis hin zu praktischen Tools und Kameraeinstellungen etc. Christine Gruber ist dann in den Bereich der digitalen Lexika und Nachschlagewerke, also führt da einfach in wichtige Ressourcen zum Recherchieren ein und bietet da eben auch einen Überblick. Und dann schließlich Jan Hodel, der sich dem Spezialfall Wikipedia gewidmet hat. Ja, immer noch ein gewisses Reizthema, wenn auch nicht mehr so sehr wie früher, von allen genutzt gleichermaßen. Also was muss man da noch einmal wissen? Was ist aber auch die Genese von Wikipedia? Nicht nur als Tool, sondern tatsächlich dann auch als Forschungsgegenstand und wie man das dann auch als Medium des Publizierens einsetzen kann. Nach diesem ersten, nach dieser Ouvertüre kommt dann der Teil der Bearbeitung von Quellen. Hier war es für uns sehr wichtig, dass wir uns nicht nur auf schriftliche oder Textquellen konzentrieren, sondern eben ein möglichst breites Spektrum an Quellen, die für die historische Forschung interessant sind, vorstellen und da auch die jeweiligen Spezialzugänge beleuchten. Der Abschnitt beginnt mit dem notwendigen Kapitel, sich die Frage zu stellen, was denn Quellenkritik im digitalen Bereich bedeutet. Aline Daicke und Stefan Schmunk haben diese Einführung in die digitale Quellenkritik verfasst, wo es also wirklich auch um die Frage der Interpretierbarkeit, der Kontextualisierbarkeit von digitalen Quellen geht, deren Archivierbarkeit, Fragen nach Authentizität, nach Integrität von Daten, aber auch äußere und innere Quellenkritik. Der nächste Beitrag stammt von meiner Kollegin Barbara De Nicolò und von mir zur Bearbeitung archivalischer Quellen. Den lasse ich jetzt hier aus, weil ich ihn am Ende dann als Fallbeispiel nochmal vorstellen werde, da ich mich da hier natürlich besser auskenne. Ich gehe also direkt weiter also zur digitalen Textanalyse von Charlotte Schubert, die hier eine ganze Reihe von Tools wieder vorstellt, nämlich Entity Recognition, Korpusanalyse, stilistische Vergleichsanalyse, Textvergleiche. Netzwerkanalyse, Text Mining werden vorgestellt. Wichtig hier, wie bei allen anderen Beiträgen, ist, dass wir nach Möglichkeit versucht haben, auch immer auf jene Tools zu blicken, die auch möglichst Open Access und kostenfrei zu erreichen sind. Das war nicht immer möglich, aber unser Anliegen war es eben immer hier auch den FAIR-Prinzipien zu entsprechen. Und nach Möglichkeit, also nicht kommerzielle Produkte vorzustellen. Brigitte Dantine, Gerald Hiebel und Gerhard Rampel haben dann das ganz große Feld der Geoinformationssysteme GIS für die Geschichtswissenschaften beleuchtet. Da gibt es eine grundlegende Einführung in die GIS überhaupt, aber auch in Datenarten, Koordinatensysteme, Projektionen, GIS-Funktionen, Geodaten und Visualisierung mit einer ganzen Fülle an Links, auch wie man sich Karten selber herstellen kann und so weiter und so fort.
Die drei nächsten Beiträge haben dann bestimmte Quellengattungen in den Blick genommen. Das ist zunächst das breite Spektrum der materiellen Quellen, die hier vor allem aus der Perspektive der Archäologie, also der Digital Archaeology, dann vorgestellt werden. Was muss man beachten, wenn man Artefakte digital bearbeitet? Was gibt es da für Best Practice-Beispiele? Ingrid Maczinek und Isabella Nika widmen sich dann dem weiten Spektrum visueller Medien und wie man diese mit digitalen Methoden erforscht. Sie stellen also hier die Werkzeuge und Tätigkeitsfelder der digitalen Kunstgeschichte vor und erklären dann an einem Fallbeispiel, wie Bildinhalte digital annotiert und dann auch modelliert werden können und wie das dann auch intermedial eingesetzt werden kann. Hier habe ich ein erstes Beispiel, weil ich glaube, hier kann man das sehr gut sehen. Und ich denke auch, dass gerade dieser Bereich der digitalen Bildbearbeitung vielleicht noch nicht so ganz vertraut ist. Beide Kolleginnen sind aus dem Immareal, also dem Institut für mittelalterliche und frühneuzeitliche Realienkunde. Und ich denke, es dürfte einigen vielleicht vertraut sein, dass es da natürlich eine ganz große Bilddatenbank gibt, die mittlerweile eben auch immer intensiver von den MitarbeiterInnen des Immareal digital weiterbearbeitet wird. Die Fragestellung, die Sie hier verfolgen, ist, wo überall können auf Bildern Wappen sein? Tatsächlich haben Sie sich nicht mit Philipp Schneider abgesprochen und auch nicht mit Thorsten Hildmann. Das Thema Wappen scheint sehr beliebt für digitale Fragestellungen zu sein. Also auch hier ergeben sich so interessante Überschneidungen im Buch. Ja, man kann hier schon sehen, dass es natürlich in manchen Bildern eine Fülle an Beobachtungselementen gibt. Hier herausgezoomt ist etwa das Pferd. Das war also dieser Schimmel, der auf seinem Kopfgeschirr und auch am Brustgeschirr Wappen abgebildet hat. Und wie das Ganze nun in einer digitalisierten Abfrage aussieht, sei am folgenden Beispiel skizziert. Das wäre jetzt eine Abfrage, also die Visualisierung oder das Screenshot einer Visualisierung einer solchen Abfrage von Real-Online-Daten, die eben einerseits sich aufbauen auf einer Thesaurus-Struktur, die hier so rot, also die roten Punkte wären das. Das heißt, dass man überhaupt erst einmal Konzepte bildet, um ja, visuelle Informationen zu abfragbaren Daten zu verarbeiten, wie eben Gebäudeteile oder Kleidung oder eben ein Transportmittel und da dann insbesondere ein Pferd, sodass hier also solche ganze semantische Wolken entstehen und diese verweisen dann wiederum blau gekennzeichnet auf spezifische Objekte, auf denen dann diese Wappen zu finden sind, wenn man sich solchen Bildanalysen eben annähert. Und hier zeigt sich dann auch, wie das Ganze als Graph auch visualisiert aussehen kann. Ja, dann gehe ich weiter zum nächsten Beitrag von, und es ist auch der letzte dieser Serie an Quellenbeiträge. Das ist der Beitrag zu historischen Musikquellen, die ja vielleicht auch in der historischen Forschung noch nicht so ganz angekommen sind, daher auch besonders reizvoll sind, sich auch mit digitalen Zugängen zu solchen Quellenarten zu befassen. Nach diesem Überblick über Zugänge zu verschiedenen Quellengattungen folgt dann ein größeres Kapitel, das dann wirklich hineingeht in eine Frage, die wir ja jetzt schon bei den visuellen Quellen angedeutet haben, nämlich wie werden dann solche Quellen tiefen analysiert und wie kann man die Ergebnisse dann auch modellieren? Hier wiederum einschlägig aus der Runde der Anwesenden Melanie Althages Beitrag zu Data Mining, die also diesen Zugang ganz grundlegend vorstellt, also von der Frage der Modellierung über Bereinigung von Daten bis zur Visualisierung der Ergebnisse. Doris Gruber hat dann den Zugang der Intertextualität vorgestellt und hier die digitalen Tools und Werkzeuge also auch dargelegt, also wie man Texte, Beziehungen zwischen Texten digital gestützt aufzeigen kann. Philipp Schneider wieder aus unserer Runde hier hat das Thema Intermedialität auch am Beispiel von Wappen, ich habe es schon angedeutet, befasst. Also wie kann man auch hier Bezüge auch zu verschiedenen Objekten, Medien, Trägerformaten darstellen.
Und danach kommt dann der Beitrag zur Datenmodellierung von Peter Hinkelmanns und Ingrid Matschinek, die am Beispiel der Textsorte Wunderbericht ein solches konzeptionelles Modell, die Umsetzung einer Ontologie vorführen, basierend auf der Web Ontology Language und mit Bezug auf Zidoc CRM. Es ist wahrscheinlich eines der komplexeren Kapitel, das man sicherlich nicht so ohne weiteres selbst eigenständig dann wird nachvollziehen können. Aber es bietet zumindest auch hier einen ersten Zugang eben an einem Fallbeispiel, dass man versteht, wie sieht so eine Modellierung aus, was ist dabei zu beachten. Und den Abschluss dieses Kapitels bildet dann Robert Gramm-Stehfest mit seinem Beitrag zur Netzwerkanalyse, die wiederum sehr, sehr breit ja schon angesetzt ist. Ich habe gesehen, es gibt auch, glaube ich, in der nächsten Einheit einen Vortrag zu Netzwerkanalysen. Sicherlich einer der digitalen Zugänge, der wohl fast am breitesten neben digitalen Editionen, würde ich mal meinen, in der historischen Forschung verankert ist. Danach kommt auch schon der Bereich des Publizierens und Präsentierens, wo ich gar nicht so viel dazu sage, denn das ist eher selbsterklärend. Stefan Kurz stellt digitale Editionen von zwei Perspektiven, der Eingabe- und der Ausgabeseite dar. Arno Strohmeier stellt E-Journals vor, und zwar ein Beispiel, also von E-Journals, die für studentisches Publizieren eingerichtet sind. Auch hier Best-Practice-Beispiele, wie sie umgesetzt wurden. Caroline Döring befasst sich mit wissenschaftlichen Bloggen, auch wiederum mit der Perspektive des Publizierens auf einer niederschwelligen, schnelleren Art als traditionelle Publikationsformate, auch mit Blick auf Abschlussarbeiten von Studierenden. Lena Oetzel geht dann auf Social Media ein und Ute Verstegen auf Videos. Damit habe ich meinen Überblick beendet und darf noch ein Fallbeispiel anschließen und gebe dann an Christoph Kühberger weiter. Ich gehe auf den Beitrag von Barbara De Nicolò und von mir ein, wo wir eben an den Beginn der gesamten Darstellung von Quellenbearbeitung einfach die Frage gestellt haben, wie geht man denn vor, wenn man die konkrete Aufgabe hat, einen umfangreicheren archivalischen Quellenbestand für eine Abschlussarbeit zu bearbeiten. Und unsere Vorstellung war durchaus auch, dass es junge Forschende sind, die vielleicht nicht die finanziellen Mittel haben oder auch nicht die Möglichkeit haben, sich irgendwelche komplexen Strukturen von Technikern erstellen zu lassen, sondern die selber einfach wissen möchten, wie kann ich digital gestützt ins Archiv gehen und dort möglichst effizient meine Recherche beginnen. Und da haben wir zwei Szenarien oder zwei Fragen durchgespielt. Einmal, wie geht man eben an eine Archivrecherche heran, wenn man möglichst breit umfangreiche Quellenbestände strukturiert erfassen möchte. Und die zweite Frage wäre dann, wie kann man Quellen selber, also nicht unbedingt einen breiten Archivbestand, sondern einzelne Quellen digital gestützt transkribieren und auswerten. Und dafür haben wir zwei Zugänge vorgestellt, einmal Datenbankanwendungen und dann eben Transkriptions- und Annotationsumgebungen. Die Grundtendenz, die wir als Empfehlung ausgeben, ist, dass man umfangreiche archivalische Bestände am besten über eine strukturierte Tabelle erfassen kann, die bereits als eine niederschwellige Form einer Datenbankanwendung verstanden werden kann. Längere Texte, komplexere Texte sollte man tendenziell eher in einer Transkription- und Annotationsumgebung bearbeiten. Und wir haben hierfür beispielhaft Transkribus vorgestellt, das wahrscheinlich einigen bekannt ist. Dann haben wir die Vor- und Nachteile ausgelotet, die eigentlich immer ähnlich sind, dass man für beide Anwendungen immer das Material gut kennen muss, bevor man dann eine Tabelle baut oder eine Annotation beginnt. Also man kann im Nachhinein dann Fehler häufig nicht wieder gut machen, die man am Anfang übersehen hat. Datenbankanwendungen oder tabellarische Strukturen ermöglichen es relativ rasch, Daten miteinander in Beziehung zu setzen, mitunter auch verschiedene Archivbestände in unterschiedlichen Archiven, sodass man diese strukturieren kann, etwa chronologisch oder nach Ausstellerinnen und Verfasserinnen, nach Orten und nach Empfängerinnen.
Und sie stehen damit in einer großen Nähe zu den Karteikarten, die man ja auch irgendwann einmal verwendet hat, um solche Archivrecherchen vorzubereiten. Viele kennen oder verwenden ja selber auch schon Verwaltungssysteme für Literaturverwaltungen. Das ist eigentlich sehr gut schon angekommen bei den Studierenden. Aber weniger ist es vielleicht noch vertraut, wie man dann auch archivalische Quellen hier erfassen kann. Und auch hier, um vielleicht den Weg ins Archiv zu stützen und zu erleichtern, haben wir dann einfach mal eine mögliche Visualisierung, einen Entwurf von Kategorien skizziert, die sich sehr bewährt haben, wenn man mit umfangreichen Archivbeständen arbeitet. Und daran oder davon ausgehend könnte man eigentlich recht rasch sich seine Excel-Tabelle schon erstellen, um damit strukturiert Archivalien zu erfassen. Genau. Der zweite Schritt, den dann Barbara de Nicolò vorgestellt hat, das ist, wie kann ich eben mit dem Instrument Transcribus umgehen, das einerseits eben eine gute Transkriptionsumgebung bietet, andererseits auch immer damit wirbt, dass man KI nutzen kann, um seine Schriften transkribieren zu lassen. Das funktioniert natürlich besser nur für neuzeitliche Schriften, weniger gut für mittelalterliche, aber da gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Der Vorteil ist, dass man bis zu einem gewissen Level das Ganze kostenlos nach wie vor nutzen kann und dass man sich darüber auch mit einer großen Community an Userinnen vernetzen kann, darüber auch Erfahrungen austauschen kann. Hierzu auch wiederum eine praxisorientierte Anleitung des Workflows, wenn man Transkribus nutzen möchte, welche Schritte es da zu beachten gilt, die auch hier wieder helfen sollen, dass man durchaus auch alleine anfangen kann, mit dem Instrument zu arbeiten und dann auch weitere Hinweise noch bekommt zu Links, die auf Tools, auf Hilfestellungen auch von anderen Userinnen verweisen, Erfahrungswerte zum Einsatz von KI für die Transkription und schließlich unsere Empfehlung, wenn man dieses Kapitel gelesen hat, nicht sich sofort in die Arbeit zu stürzen, sondern noch die Kapitel zur Erstellung von Digitalisaten, zu Editionstechniken, zu Annotation und Datenmodellierung und zu Data Mining zu lesen. Damit schließe ich und gebe gleich weiter an Christoph. Ich werde aber die Folie weiterklicken, damit wir hier nicht einen Technikwechsel machen müssen. Ja, danke. Mein Teil beschäftigt sich jetzt mit dem hinteren Teil des Buches und der führt hinaus ein bisschen von diesem Kreislauf, der angedeutet wurde, und beschäftigt sich mit einer Struktur, die darüber hinausweist. Also mit Fragen des Rezipierens und Dekonstruierens, mit Fragen der Vermittlung und mit der Fragen von Sichern in unterschiedlichsten Feldern. Weiter. Auch hier sehen wir nochmal das Inhaltsverzeichnis, jetzt linker Seite unterer Teil, die Kapiteln zu rezipieren, dekonstruieren und vermitteln und das sichern dann auf der nächsten Seite. Auch hier konnten wieder eben ganz viele Autoren gewonnen werden. Hat schon passt, Christina, bin schon, mehr gibt es nicht, weil das kommt jetzt im Detail. Der Band erweitert in unserer Konzeption das etablierte Verständnis des Gegenstandsbereiches der Digital Humanities, also das traditionell sich um computergestützte Forschung, digitale Ressourcen und deren Reflexion bemüht, um den Bereich der Rezeption und der kritischen Analyse von neu entstandenen Darstellungen, vor allem auch digitalen Objekten, sowohl im Bereich der Geschichtswissenschaft, aber auch vor allem in der Popularkultur. Der Beitrag von Sebastian Barsch von der Universität Köln führt uns genau dort hinein. Er beschäftigt sich mit Produkten der digitalen Geschichtskultur, wie sie kritisch hinterfragt werden können. Er geht aus von Stalders Kultur der Digitalität und verweist dann auf ganz unterschiedliche Bereiche, wo das wirksam wird. Wahrscheinlich der dynamischste Bereich, wie wir das momentan an allen Universitäten erleben, ist natürlich KI in diesem Zusammenhang, wodurch natürlich tatsächlich unsere eingeübten kulturellen Zugänge zu Informationen, zur Informationsaufbearbeitung, zu selbst erstellten Texten oder gegenüber fremden Texten, aber auch anderen Produkten sich revolutioniert. Also ein Kollege bei uns im Haus versucht gerade auf unterschiedliche Weise KI-generierte Geschichtsbilder erzeugen zu lassen. Und da kann man schon sehen, was die KI da im Hintergrund treibt.
Aber das sind eben Zugänge, die sind jetzt möglich. Wir werden über kurz oder lang tatsächlich im Internet ein großes Problem haben, herauszufinden auf die Schnelle, welche Quellen sind verlässliche Quellen. Und Grundfragen dafür wird eine breite Bevölkerung betreffen. Und deswegen ist es eben wichtig, so etwas wie Critical Data Literacy zu erwerben als einen Ansatz, der vor allem auch im Bildungskontext, im formalen, aber auch im informellen Zusammenhang immer wichtiger wird. Und ein Beispiel zur Vertiefung weiter, Christina, kommt von mir selbst in diesem Bereich, nämlich das Beforschen von digitalen Spielen. Denn es ist eindeutig, dass die Veränderungen in der Gesellschaft diesbezüglich voranschreiten. Also es ist jährlich, wenn man sich die einschlägigen sozialwissenschaftlichen Studien dazu anschaut, wachsen die Spielerinnen und Spieler, die sich mit geschichtlichen Spielen auch beschäftigen. Und digitale Spiele sind eben ein ganz fundamentaler Bereich der Geschichtskultur und der Popkultur geworden. Mit ihnen werden natürlich Bilder und Vorstellungen der Vergangenheit sehr stark in der Gesellschaft verbreitet. Und dem nachzugehen, was bedeutet das, wenn Massen an Menschen jetzt nicht mehr Romane oder Geschichtstheater à la Shakespeare konsumieren, sondern eben digitale Spiele? Wie verändert sich das auf Vorstellungen von Zeit, auf Vorstellungen von Vergangenheit oder das Nachvollziehen von Gesellschaftsstrukturen? Und ganz klassisch würde ich sagen, ist der erste Bereich, der hier angeführt ist, kommerzielle digitale Spiele als Forschungsobjekte. Das ist ein klassischer Zugang der Dekonstruktion, wird in der Geschichtswissenschaft seit Jahrzehnten gemacht, würde ich sagen. Man hat manchmal das Gefühl, alle 3 Monate kommt diesbezüglich ein neues großes Werk oder Dissertation auf den Markt, das sich damit beschäftigt. Es geht meistens um die Prüfung von Plausibilitäten der Narration und neuerdings auch um ludologische Aspekte, also die dahinterliegenden Regeln, Handlungsoptionen, Repräsentationen, die digital verarbeitet wurden. Und was eigentlich beforscht wird mittlerweile, ist sowas wie ein funktionaler Ludo-Narrativismus, wie das Ryan 2006 schon theoretisch vorweggenommen hat. Was allerdings sehr spärlich vorkommt in der Geschichtswissenschaft und auch überraschenderweise in der Public History, ist die Rezeptionsforschung. Also man interessiert sich tatsächlich derzeit noch zu wenig darüber, was machen eigentlich die Spielerinnen und die Spieler, was macht es in deren Hirn, wie ist es in ihren Lebenswelt eingebettet. Und da gibt es dann einen Hinweis in dem Beitrag, der sehr breit gefächert ist, um forschungsmethodische Hinweise zu setzen, auf welche Möglichkeiten man zurückgreifen kann, dafür Evidenzen zu finden und diese auszuwerten. Ganz klassisch sind es natürlich qualitative Interviews mit Spielerinnen, mit Spielern, aber auch Analysen von Produkten der Spielwelt, also Foreneinträgen oder Einträge auf Fanwikis, aus Chatrooms, Game Magazines, After-Action-Reports oder Let's Play-Videos. Also das hat ja einen Verbreitungsgrad mittlerweile unter Jugendlichen gefunden, der, ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Also sie schauen stundenlang, wie andere Menschen Spiele spielen. Die erwachsene Welt ist erstaunt, dass das so interessant sein kann, weil eben nicht verstanden wird, dass es eben um ludologische Neuigkeiten geht, die dazwischen kommuniziert werden. Aber für die Forschung zur Rezeption sind gerade solche aufgenommenen Spiele, geben oft tiefe Einblicke. Also wir haben gerade ein kleineres Forschungsprojekt mit Abschlussarbeiten laufen, wo solche Let's Play Aufzeichnungen analysiert werden, und sozusagen geschaut wird, wo wirft denn die meist selbstdarstellerischen Gamer, wo werfen sie denn Informationen aus über die Vergangenheit, über ihre Rezeption, was sie gerade wahrnehmen, wie sie es empfinden und so weiter. Das ist relativ erleichtert mittlerweile, weil solche Videos natürlich autotranskribiert werden können. Da hilft uns natürlich auch wieder die KI und damit Quellenkorpora generiert, die dann weiter geschichtsdidaktisch, sozialwissenschaftlich bearbeitet werden können. Wenn man es eher auf Labor, na, noch nicht? Wenn man es eher auf Labor möchte, dann könnte man Video Capture Verfahren verwenden, also dass man Leute quasi vor dem Bildschirm in der Spielsituation verkabelt und deren Reaktionen sowohl körperlicher Natur, also im Gesicht als auch am Bildschirm aufzeichnet. Ich glaube, das ist ein sehr ja, mir gefällt das Verfahren nicht so gut. Allerdings hat es die Möglichkeit, da gleichzeitig Spielhandlungen und Think-Aloud-Methoden zu kombinieren. Die Tendenz geht nämlich dazu, dass man mit Mixed Methods da herangeht, dass man gar nicht nur einen Zugang wählt, sondern verschiedene. Also es gibt eine sehr gute Studie aus England, wo versucht wurde, das Spielen mit
Computerspielen über die Antike, durch die Gamer begleiten zu lassen, indem die täglich Spieltagebücher nach dem Spielen schreiben. Und die gelten dann als Erinnerungsstützen für danach durchgeführte Interviews. Sehr spannende Untersuchung, die ganz neuartige Zuschnitte in der Wahrnehmung nochmal offenlegt. Nämlich das, was wir zwar wissen, aber wir wissen nicht, wie es funktioniert und welche Auswirkungen hat es in diese Flow-Erlebnisse. Also die Leute, die stundenlang hineinfallen in diese geschichtliche Welt. Und die Frage ist, was erleben die dort eigentlich? Erleben, also können sie die distanzieren von dieser Welt oder wird es dann als Vergangenheit gesetzt? Oder digitale Ethnographie, auch hier aus der Ethnologie kommen, gibt es ganz viele Ansätze, die Verfahren, Settings, auch Forschungssettings zur Verfügung stellt, wie man derartige digitale Welten, die im Lebensalltag eingebunden sind, digital oder in der Lebenswelt erforschen kann. Okay, nächste Folie. Der Bereich Vermitteln, da deutet sich das schon an. Hier geht es tatsächlich um Lernen und Lernen. Einerseits im schulischen Kontext, da eröffnet Marcel Mierwald von der Universität Braunschweig und vom Leibniz-Institut für Schulbuchforschung mit einem Einführungsbeitrag, der das Spektrum der geschichtsdidaktischen Diskussion wiedergibt, um danach drei Vertiefungsbeiträge zu schalten. Nämlich im ersten beschäftigt sich Heinrich Ammerer mit digitalen Foren im Geschichtsunterricht und zeigt uns dort historisch-politisches Lernen. Also was bedeutet die Partizipationsmöglichkeit im Digitalen über die Foren? Was bedeutet das für den Geschichtsunterricht oder die Teilhabe an einer inklusiven Geschichtskultur? Welche Herausforderungen stehen dort für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler zur Verfügung? Andrea Breit von der Universität für Weiterbildung in Krems beschäftigt sich mit digitalen Lernangeboten in und von Museen, also ein erweiterter, ein anderer geschichtskultureller Raum, wo sich sehr viel tut, wo man sehr experimentierfreudig ist. Und sie wirft hier ein breites Prisma im europäischen und deutschsprachigen Raum und zeigt Möglichkeiten auf. Ich werde dann gleich ein Beispiel noch bringen, das auch sie erwähnt. Und Michael Brauer und Marlene Ernst von der Universität Salzburg setzen dann am Schluss dieses Kapitels nochmal gemeinsames Forschen, Citizen Science Projekte und Digital Humanities ins Zentrum ihrer Auseinandersetzung und fragen nach der Verarbeitung von Big Data und der Bürgerbeteiligung und der Crowdsourcing, das Sammeln und Archivieren über Bürgerbeteiligung. Es gibt in Österreich so eine Bewegung von unten, wo ganz viele Einzelpersonen unterschiedlichsten Gemeinden Fotografien zum Beispiel der Zeitgeschichte hochladen. Und darüber ist eigentlich auch sehr wenig bekannt. Das wäre auch geschichtskulturell als Handlungspraxis spannend zu beforschen. Was machen die eigentlich damit und welche Art von Geschichte wird dort generiert? Momentan aus der Ferne betrachtet würde ich sagen, dass das teilweise noch so eine digitale Heimatkunde ist. Aber es ist spannend, dass selbst in diesem Bereich, der sozusagen immer peripher in diese, ja, kulturwissenschaftlichen, historischen Museen umgibt, auch die Aktivitäten der Digitalität anschlagen und auch gefördert werden von den Bundesländern in Österreich. Nächste Folie. Ein Vertiefungsbeispiel ist jetzt ein digitales Lernprodukt aus meiner Küche. Gemeinsam mit Wolfgang Buchberger und drei Regionalmuseen haben wir die Salzburger Museums-App entwickelt. Und da sieht man eben, wie Geschichtsdidaktik oder so Lernszenarien neu zu konzipieren sind, nämlich in diesem Balancieren zwischen konstruktivistischen Lerntheorien und der Programmierung der Informatik, welche Voraussetzungen es gibt. Das war ein Projekt, das auch während der Corona-Zeit gestartet ist. Und wir haben uns sehr viel natürlich mit den neuen Medienlogiken und den Forschungsergebnissen beschäftigt, die schon vorlagen, haben aber dann selbst nach der Konzeption Rezeptionsforschung mit Kindern in der Volksschule gemacht, weil diese App ist vor allem für die dritte Klasse, vierte Klasse und fünfte Klasse, also Schulstufen würden Sie sagen in Deutschland, also Volksschule und erste, zweite Klasse, Sekundarstufe 1 entwickelt worden. Und es war
ganz spannend, eben vor allem der Dialog mit der Programmierung, wie dick unsere kooperierende Seite, was Usability ist. Also während wir natürlich im Schulbuchmanier noch sehr stark Anweisungen geben wollten, ging es dann stärker um Intuitivität. Und die muss natürlich auch funktionieren bei Kindern, bei der konkreten Zielgruppe. Das waren sehr spannende Varianten. Dass Sie kurz was sehen, noch eine kurze Folie, dass Sie sehen, wie das drinnen aussieht. Man kann es aber ganz normal über die App Stores der bekannten Anbieter downloaden, kostenfrei natürlich. Es geht um, also es gibt so klassische Drag-and-Drop-Varianten hier, wie sind es historische Quellen zu Kaffeemaschinen. Beim zweiten haben wir bildliche Quellen, die man dann, wenn man sie anklickt, auch tatsächlich auch vergrößern kann und reinzoomen kann, wie man das gewohnt ist. Da geht es, welche Fragen man mit dieser Fotografie überhaupt beantworten könnte. Oder im dritten Beispiel, wenn man Play drücken, da muss man richtig stellen, die Narration quasi, der rote Faden muss gegeben werden und funktioniert nicht, oder Christina? Schon? Ja, jetzt läuft es. Also dann sieht man kurz, wie sich das richtig stellt und die Reaktion darauf, man verschiebt, bekommt ein Feedback dann auch. Und der Hund bellt freundlicherweise und gibt dann an, akustisch nochmal das Signal, dass man es richtig gemacht hat. Man sieht auch oben den Knochen und den Hund. Auf dem zweiten sieht man es auch, da ist er ferner, das rückt also näher. Man hat auch diesen spielerischen Charakter. Man sammelt diese Knochen. Durch mehr Knochen schaltet man sich zu weiteren Touren frei. Und es sind natürlich auch Video- und Audiodateien hier eingebunden. Das wirklich Interessante dabei ist, dass genau solche Lernprodukte im Bereich der Public History und der Geschichtsdidaktik an vielen Standorten im deutschsprachigen Raum entwickelt werden. Also es werden auch größere Lernspiele zum Beispiel an der BH Zürich entwickelt, wo sozusagen nun erstmal tatsächlich mit relativ viel Aufwand eingegriffen wird in die Produktion, wo es parallel natürlich auch kommerzielle Angebote gibt, die aber mit Weitem eben wie so oft eben nicht den neuesten Erkenntnissen der Lernforschung oder der theoretischen Fundierung entsprechen. Christina, weiter. Also der letzte Teil des Buches beschäftigt sich mit den Sichern, nämlich Sichern in drei Feldern, habe ich das genannt hier, nämlich einerseits um ethische Fragen. Claudia Posch von der Universität Innsbruck beschäftigt sich mit Forschungsintegrität und Digital Humanities, ein ethischer Kompass für die Studierenden. Sie fragt sich, also was sind denn relevante Felder bei der Datenerzeugung, bei der Datenverwendung, bei der Nutzung von Werkzeugen und beim Zugang zu Daten, die sozusagen eine ethisch-moralische Relevanz besitzen, wo es erhöhte Reflexionsbedarf gibt, der über das Rechtliche hinausgeht. Sie zieht da auch an die Diskussionen um freiwillige Beschränkungen, wie das in der Ethik natürlich üblich ist, aber spannt den Bogen auch hinüber zu den Algorithmen mit Eigenlogik und den Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Dann kommt so ein Zweierblock zu rechtlichen Fragen. Dafür konnten wir zwei Salzburger Juristinnen gewinnen, nämlich Sonja Janisch und Dietmar Janel einerseits, Digital Humanities und Urheberrecht und historisches Arbeiten und Datenschutzrecht. Wir sind alle Gequälte quasi davon, aber da ist es sehr praktisch und eher schaudernd, wenn man die Beiträge liest, was alles nicht geht, was wir uns alles wünschen. Das ist jedes Mal meine Erfahrung, wenn ich mit Juristen in dem Kontext der Geistes- und Kulturwissenschaften zusammentreffe, wie Daten verarbeitet oder eben nicht verarbeitet werden oder nicht verknüpft werden dürfen. Und diese Beiträge liefen beide an einen ganz grundlegenden Aspekt. Gerade beim Urheberrecht oder bei der Nutzung von Bildern gibt es ja ein ja, erhöhter mehr Herausforderungen, glaube ich, als sie derzeit nach wie vor wahrgenommen werden. Und der letzte Beitrag geht, dann geht es nochmal tatsächlich um Sichern, nämlich um eigentlich Repositorien, kann man sagen. Wo kommen die Daten hin? Wie kann ich eine nachhaltige Datenlagerung umsetzen? Und Katharina Zeppezauer, Wachauer, Lina Maria Zangerl der Universität Salzburg und Johannes Stiegler der Universität Graz haben sich diesem Thema angenommen. Es geht also um Forschungsdaten, Metadaten und digitale Objekte. Wohin kommen die, wenn sie fertig sind oder für die Erkenntnisse publiziert wurden? Also es geht kurzum um Datenlebenszyklen und Datenmanagement. Bei vielen wissenschaftlichen Anträgen, die man momentan einreicht, ist ja genau dieser Data Management Plan ein ganz zentraler Aspekt, der zu berücksichtigen ist.
Und ja, die Repositorien stehen natürlich damit ganz eng im Zusammenhang. Für Österreich kann man sagen, wir arbeiten auch ganz wild oder unterschiedlichste Universitäten arbeiten an unterschiedlichsten Lösungen derzeit, was vielleicht stärker koordiniert werden sollte. Aber die Großlösung für den Wissenschaftsbereich, den sehe ich noch nicht. Aber dort kommen wir vielleicht hin. Nächste Folie. Und damit komme ich schon zum Ende. Also dieses Handbuch ist ganz klassisch gedacht als ein geordnetes und systematisches Wissen, eine Zusammenstellung von prozeduralen und konzeptionellen Fachwissen für den Bereich der Digital Humanities in den Geschichtswissenschaften, das auf die akademische Lehre fokussiert, das sicherlich den Status quo mit Best-Practice-Beispielen wiedergibt und unterschiedlichste Wirkungsfelder und Anschlussstellen für die eigene Forschung aufzeigen kann. Gleichzeitig haben wir das Buch schon von Anfang an als ein sehr dynamisches Projekt verstanden. Wir wissen, es ist nicht das Endprodukt einer Diskussion, wie das vielleicht früher bei großen Projekten der Fall war, sondern eigentlich ja der Anfang, weil die Verästelungen und die Zukunft ist noch sehr offen. Es wird sich sehr stark weiterentwickeln. Und in diesem Sinn, aus dieser Perspektive, sollte man das Buch auch wahrnehmen. Und die interdisziplinären Anschlussstellen und das Interagieren mit gesellschaftlichen Problemen war uns dabei auch sehr wichtig und stellen aus unserer Sicht auch im Ganzen sicherlich einen Innovationscharakter dar. Und in diesem Sinn bedanken wir uns beide für die Aufmerksamkeit und freuen uns jetzt schon auf die Diskussion und auf Nachfragen. Herzlichen Dank.